meine lieben Filmefreunde, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, heute ist der Tag der Tage. Nach meinem letzten Unboxing hatte ich ja versprochen, dass euch noch die Review zu Last Blood erwartet. Ja, und heute ist der Tag. Also ich habe Rambo Last Blood natürlich für euch nochmal angeschaut. Und hier steht der Film. Für die Leute, die mein Unboxing noch nicht gesehen haben, ich werde das Video einfach nochmal in der Infobox verlinken. Da könnt ihr ja einfach noch mal reinschauen. Aber ich zeige ihn euch jetzt noch mal kurz. Also ich hatte ihn mir ja auf 4K gekauft. So sieht das Ganze aus. Das Cover finde ich immer noch so mega. Und von innen habt ihr hier dann einmal die Blu-ray und die 4K. Ja. So sieht das Ganze aus. Freigegeben ist der Film natürlich ab 18. Für die Leute, die den Film schon gesehen haben, wissen warum. Das ist auch absolut gerechtfertigt. Und bevor wir jetzt zu der Review kommen, werdet ihr jetzt erstmal die Menüpunkte der jeweiligen Discs sehen. Einmal von der 4K und einmal von der Blu-ray. Die habe ich jeweils in meinen Player eingelegt. Das könnt ihr euch jetzt erstmal anschauen und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt die 4K UHD eingelegt von Rambo Last Blood und ihr seht hier schon das Bild und dieses coole Menü mit den kleinen Ausschnitten vom Film. Und hier habt ihr jeweils als Menüpunkte einmal den Filmstart, dann die Kapitelauswahl und die Einstellung. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann seht ihr sofort Deutsch Dolby Atmos, was ich mega finde. Aber sonst ist ja auf der 4K weiteres nicht drauf und ich lege jetzt einfach mal die Blu-ray rein und dann schauen wir mal, wie das Menü dort aussieht. So, jetzt habe ich die Blu-ray eingelegt und ihr seht hier unten jetzt schon mehrere Menüpunkte. Also ich habe hier dann einmal den Filmstart, die Kapitelauswahl, dann unter den Einstellungen habe ich dann auch Deutsch Dolby Atmos und natürlich dann in Englisch. Und dann habe ich hier Extras mit drauf, die bei der 4K jetzt nicht dabei waren. Das ist dieses Drawing Last Blood, was ich auch schon vorgelesen hatte im Unboxing. Und halt die Punkte darunter. Und hier rechts haben wir dann From First Note to Last Blood und dann noch den Kinotrailer. Und wir haben hier dann auch noch eine Trailer-Show mit drauf. Und das hier sind dann die folgenden Trailer, die dann mit auf der Disc sind. Ja, so sieht das Menü von der Blu-ray von Rambo Last Blood aus. So, ihr habt jetzt die beiden Menüs der Disc gesehen, einmal von der 4K und einmal von der Blu-ray. Und ich muss sagen, mir gefällt das Menü sehr gut, also vom Aufbau her. Ich finde es auch ganz toll, dass beide Discs Dolby Atmos Sound haben. Was ich wiederum sehr schade finde, ist, dass es wirklich wenig Extras gibt. Also kein Making-of, kein irgendwie Behind-the-Scenes oder Outtakes, also da ist irgendwie nichts drauf. Auch nicht, dass man irgendwas so von Stallone sieht, irgendwas noch Privates. Das finde ich auf jeden Fall sehr schade. Vielleicht kommt da ja noch mal eine Edition, wo irgendwas mit drauf ist. Hier ist es jetzt auf jeden Fall nicht der Fall. Aber naja, auf jeden Fall ist der Sound gut. Und wir kommen jetzt erstmal zum Inhalt des Films, bevor wir jetzt zu meiner Kritik kommen. Also, John Rambo hat viele große Schlachten in seinem Leben geschlagen. Nun soll endlich Schluss sein. Zurückgezogen lebt der Kriegsveteran inzwischen auf einer abgelegenen Farm in Arizona. Doch der einstige Elitekämpfer kommt nicht zur Ruhe. Als die Enkelin seiner Haushälterin Maria verschleppt wird, begibt sich Rambo auf eine Rettungsmission jenseits der amerikanischen Grenze nach Mexiko. Schon bald sieht er sich dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber. Die vielen Jahre im Kampf mögen Rambo gezeichnet haben, aber sie haben ihn nicht weniger gefährlich gemacht. Ja, so viel erstmal dazu.
Und ja, ich habe den Film damals direkt im Kino geschaut, als er rausgekommen ist. Es ist einfach ein Muss gewesen für mich, dass ich ins Kino gehe. Und ich habe mich vorab auch nicht informiert über den Film, habe keine Kritiken geschaut oder sonst was. Ich wollte mir meine eigene Bildung bilden, meine eigene Meinung bilden. Und ja, auf jeden Fall habe ich das gemacht und das war auch gut so, denn ich war wirklich sehr, sehr überrascht von dem Film. Also ich fand ihn sehr gut, es war ein schöner Kinobesuch und ja, ich bin auch ganz glücklich, jetzt Rambo Last Blood in meiner Sammlung natürlich zu haben. Und ja, man darf nicht vergessen, First Blood damals ist 1982 rausgekommen und jetzt hat Stallone sich mit über 70 nochmal 2019 in Last Blood vor die Kamera gestellt als John Rambo. Und ja, ich als Fan finde es natürlich mega. Also ich liebe alle Filme mit ihm und ja, sowieso alles. Und ja, deswegen ist das für mich natürlich ein absolutes Muss gewesen. Und jetzt kommen wir erstmal zur Story des Films. Also, wie ich ja eben vorgelesen habe, Rambo sieht man am Anfang des Films in Arizona auf seiner Farm, die total gemütlich ist. Man sieht das ja auch am Ende des vierten Teils, wo dann der Briefkasten ist von Rambo, also von seinem Papa, wie er dann quasi nach Hause geht. Und in diesem Film fängt alles quasi dort an, wo es am vierten Teil geendet ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass so dieser Übergang da ist. Und ja, er hat dann inzwischen eine Haushälterin und die hat eine Enkelin, die dann auch in dem Film im Vordergrund steht. Also am Anfang, kurz noch dazu, sieht man Rambo halt auch von einer ganz anderen Seite. Also er ist halt älter, man merkt, er möchte eigentlich zur Ruhe kommen, weil er natürlich viel durchgemacht hat in der ganzen Kriegszeit und so. Und man sieht ihn dort reiten und alles ist so richtig schön auf dieser Farm. Also so richtig idyllisch und gemütlich halt. Und ja, als diese Enkelin dann verschleppt wird, macht Rambo sich natürlich auf die Suche nach ihr, fährt dann nach Mexiko und versucht sie zu finden. Und dort muss er sich halt ein paar Leuten stellen, die schon sehr skrupellos sind, wie ich eben auch vorgelesen habe. Also sind echt nicht ohne. Und ja, da Rambo natürlich weiß, was er zu tun hat, versucht er sich dann am Ende des Films zu rächen. Und der Film, Leute, ist wirklich nicht ohne. Ich will euch jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, keine Angst, also es ist vollkommen spoilerfrei. Ich verrate euch jetzt nichts, was ihr nicht schon im Trailer oder in der Inhaltsangabe gehört habt. Und dort werden Szenen gezeigt, die wirklich sehr heftig und brutal sind. Die habe ich so auch in keinem anderen Film gesehen, aber es ist total actionreich und cool gemacht. Und daher kann ich einfach nur sagen, also der Film an sich hat mir sehr gut gefallen. Es gab hier und da Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das hätte man besser machen können. Das hat mir nicht so gefallen. Teilweise war da Musik, was ich jetzt nicht so schön fand, aber ihr habt auf jeden Fall den Soundtrack, den ihr auch aus First Blood und so kennt, auch hier. Also man hört immer wieder diese Melodie, was ich sehr schön finde, dass der Soundtrack auch beibehalten worden ist. Und die einzigsten Kritikpunkte, die ich habe, ist halt, dass ich so dieses Match zwischen Rambo und dem Modernen nicht so mag. Also ich hätte mir gewünscht, dass das nicht unbedingt in Mexiko stattgefunden hätte und so, weil ich sehe Stallone halt irgendwo anders. Also man kennt ihn halt so. Ne, ländlich und alles und dann auf einmal ist alles so Stadt und doch modern und das ist so was, was für mich nicht ganz zusammengepasst hat. Und natürlich seine Synchronstimme, das war so ein Punkt. Ja, das ist natürlich keine Kritik an dem Film, sondern
wenn man ihn jetzt in Originalsprache sagen, hören würde, dann würde man sagen, okay, Stallone halt, ne? Aber wenn wir den in Deutsch gucken, ist es schon recht schade. Aber der Thomas Danneberg, der konnte ihn natürlich nicht mehr synchronisieren. Das stand ja auch schon lange fest, wie auch in Creed zum Beispiel. Da hat er ihn ja auch nicht mehr gesprochen. Und ja, das ist sehr schade, weil ich hänge so an dieser Stimme und ich denke, vielen von euch wird das auch so gehen, aber wie gesagt, das ist kein Kritikpunkt an dem Film, sondern halt so etwas nebenbei, was ich natürlich erwähnen möchte, also es hat mir schon gefehlt, aber man hat die Stimme ja auch schon im Trailer gehört, also man gewöhnt sich, je länger man den Film schaut, natürlich an die Stimme, aber sie fehlt mir dennoch. Und ja, was kann ich jetzt noch sagen? Also der Film ist auf jeden Fall actiongeladen. Er ist etwas anders als die Rambo-Filme natürlich, wie ich eben schon gesagt habe. Er ist etwas moderner und so. Und dennoch muss ich sagen, Stallone ist über 70. Dafür hat er seine Rolle mega gemacht. Und der Film ist unterhaltsam. Ich bin froh, dass ich ihn in meiner Sammlung habe. Und ja. Ich liebe Rambo einfach, somit gehört der auch dazu. Und ich bin mal ganz gespannt, was ihr mir zu berichten habt, wie ihr den Film so fandet, falls ihr ihn schon gesehen habt. Oder ja, wie euch meine Review gefallen hat oder ob ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das doch einfach in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass meine Review euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, für euch ein Video zu machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.